Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und heute zeige ich euch etwas aus meiner Star Wars Sammlung. Für die Order 66 aus. Die Order 66. Im Rahmen der 30th Anniversary Collection im Jahre 2007 kamen ein paar wirklich interessante Two-Packs heraus. Und zwar unter dem Namen Order 66. Das erste, hier steht schon eines von sechs, enthält Emperor Palpatine, hier noch als Kanzler Palpatine und Commander Thera oder Tyra, ein Shock Trooper Commander. Die Verpackungen waren alle rund gehalten mit einem Deckel oben auf, der den Schriftzug Order 66 Star Wars trug. Die Rückseite war bestückt mit einem wirklich wow Bildzeichnung der zwei Charaktere. Emperor Palpatine is a compliant by the elite shock trooper led by Commander Thera. The Emperor wields great power on six grail. Blablabla. Okay, das lesen wir nicht. Die Figuren waren zum Teil Repacks von bekannten Figuren, die bereits vorher erschienen waren. So ist dieser Palpatine zum Beispiel einer Deluxe-Figur nachempfunden, die 2005 bereits herauskam. Teilweise waren die Figuren jedoch neu modelliert oder Repaints. Der zweite Pakt für Order 66 war Mace Windu und beinhaltete einen Galactic Marine in Lila. Das ist die Einheit von Mace Windu. Auch hier wieder auf der Rückseite die Charaktere als Zeichnungen wunderbar gestaltet. Der dritte Part beinhaltet einen Darth Vader, schon in voller Rüstung, und einen Commander Bow aus der 501. Auch hier wieder die Rückseite, ein wunderbar gestaltetes Artwork. Obi-Wan Kenobi und ein AT-RT-Treiber von Utapau aus seiner Legion in Orange wird hier in dem vierten Konus dargestellt. Im Hintergrund erkennt man auch die Utapau-Landschaft, die sich in jedem, die Landschaften, die sich in jedem Konus variieren. Und auf der Rückseite sehen wir wieder ein wunderschön gestaltetes Diorama-Bild. Und hier unten immer wieder eine Erklärung zu den Charakteren. Der vorletzte Part zeigt Anakin Skywalker, schon auf die dunkle Seite gewechselt, mit einem Airborne Trooper aus der 501., wie sie gerade dabei sind, in den Jedi-Tempel einzudringen. Und auch auf der Rückseite werden die beiden Charaktere nochmal ins rechte Licht gesetzt. Und den Abschluss in dieser Reihe bildete Yoda mit einem Kashyyyk Trooper in Camouflage Outfit. Auch hier wieder auf der Rückseite
Ein kämpfender Yoda. Und ein Kashyyyk Trooper. Hier noch Seite an Seite kämpfend. Ein Jahr später gab es, also 2008, eine weitere Order 66-Reihe in selber Aufmachung. Diesmal finde ich aber eine interessantere Variante, weil sie unter anderem neben den ganzen Repacks noch zwei neue Charaktere beinhaltete. Aber hier nun zum ersten Teil. Hier wieder einen Obi-Wan, diesmal einen anderen, eine andere Figur als Repack, zusammen mit einem Arc Trooper Commander, diesmal ein Rot, angelehnt glaube ich auch an den Comic-Band Clone Wars. Und auf der Rückseite wieder ein Bild, wie schon in der vorhergehenden Wave der beiden Charaktere. Diese Order 66 Packs waren übrigens Target-Exclusives. Im zweiten Pack sehen wir einen Anakin Skywalker mit einer kybernetischen Hand. Ich denke, dass diese Figur, man sieht hier etwas an den nackten Arm, ich denke, dass diese Figur aus dem 30th Anniversary Set von Clone Wars ist, da indem er die Tattoos auf dem nackten Oberkörper hat. Na gut. Also, wie gesagt, ein Repack eines Anakin und Repaint. Zusammen mit einem Arc Trooper, diesmal in Blau. Ich denke, dass dieses Szenario im Hintergrund auch irgendwie aus einem Comic bestehen soll, weil diese Ruinenstadt kommt mir irgendwie nicht bekannt vor, zumindest aus den Filmen nicht. Das dritte Set beinhaltet einen neuen Charakter, einen neuen Jedi-Meister, und zwar Tsui Choi. Ein kleiner Alien-Jedi, der in dieser Form nagelneu ist. Der Charakter gab es in Episode 1 in Podrennen schon mal. Und er hat im Hintergrund einen gelben Bark Trooper, also eine abgewandelte Form, der auf Selokamai die Speeder gefahren haben. Und ich denke auch, dass sie aus einem Comic heraus sind. Travels to Iriatu. At the end of the Clone Wars. Also Iriatu, nie in den Filmen zu sehen. Aber in die Comics und Büchern. Ja, ein interessantes Pack. Der vierte Konus enthält einen Repack Emperor Palpatine, der schon mal extra auf Figur herausgekommen war. Und im Hintergrund ein Commander Will von der 501. in Blau. Ein Repaint einer bekannten Clone Trooper Figur. Und auch hier wieder im Hintergrund das wunderschön gestaltete Artwork. Und hier steht es auch on New Plimto. Also auch wieder ein Ort aus dem mir nicht bekannten Universum der Filme. Im fünften und vorletzten haben wir wieder einen bekannteren Ort, und zwar aus dem Film Luminara Unduli, die mit Yoda nach Kashyyyk gereist war, und im Hintergrund ein AT-RT-Driver im Camouflage-Outfit, ähnlich wie die Truppler auf Kashyyyk. Auch hier wieder der rückseitliche
Part. Jawohl, ich habe recht, Keschik. Und zum Schluss Master Seth, Jedi-Meister, ein Weequay-Jedi, der im Film halb mal kurz zu sehen war, auf Geonosis zumindest, der angeblich dann auch dem Bösen verfiel, aber auch nur in die Comics näher erläutert wurde, und ein gelber ARC-Trooper. Und auf der Rückseite erfahren wir etwas mehr von dem Charakter. Ein Jedi-General. Hier aber mit offenen Haaren. Ja, das waren zwei neue Jedi-Meister. Und kurz noch zum Abschluss habe ich hier ein Set. Ein Exklusiv von der JediCon 2008. Und zwar ein Shadow Trooper Exklusiv Set. Das zeigt hier einen Shadow Trooper Commander und einen Shadow Trooper. Hintergrund eine Explosionswelle und auf der Rückseite das Artwork. Ja, und eine kurze Beschreibung. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank für eure Geduld. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut.